Oh yeah, Elektroschrott. Tja, liebe Freunde, es ist ein bisschen her, dass wir uns gesehen haben. Das liegt an zwei Dingen. Erstens habe ich momentan irgendwie kein Projekt am Start. Ich musste also ein wenig haushalten mit meinen Videofolgen. Und das Zweite ist, ich bin sehr viel mit dem Kollegen hier unterwegs gewesen. Und den Modellbauprofis fällt gleich auf, dass irgendwie was fehlt. Ich sage dazu nur so viel. Wenn man meint, man muss mit einem Kavalierstart abheben, sollte man zusehen, dass am Kopter keine Propellerlose sind. Weil wenn sie es sind und das Ding dann über einen Acker mit vielen Steinen, naja, also diese Motoren sind nicht unsterblich. Egal, geht hier nicht um den Kopter. Heute geht es um dieses Paket hier von René H. aus G., der liebenswürdigerweise an mehreren Stellen das Wort Mehlbacke gut sichtbar am Paket untergebracht hat. Und genau das ist es, um was es geht heute. Also hier mein skandinavisches Qualitätsmesser wird nun die Klebeband-Dinger entdingern. Na? Und dann wollen wir doch einfach mal schauen, was es so ist, was René aus G. nicht selber zum Werkstoffhof bringen wollte. Ja. Bevor wir zum Inhalt kommen, haben wir hier einen Brief. Ich schaue mir das mal an. Hallo Gregor Zappes. Seit ein paar Tagen verfolge ich nun deinen Kanal. Ein paar Tagen erst? Ich mache das seit einem Jahr. Naja. Gefunden habe ich deine Elektroschrott-Ecke, als ich auf der Suche nach Infos zum Thema Quadrocopter war. Ja gut, ich bin jetzt also der Quadcopter-Freak, war so gar nicht so weit her mit dem Dings. Schon nach einem Video merkte ich, dass man auf deinem Kanal eine Menge Spaß haben kann. Yay, Konfetti! Und dabei noch tolle Bastelprojekte im Elektronikbereich kennenlernt. Naja, was ich jetzt wegkriege. Am besten fand ich die Mehlbackerei. Das ist auch der Grund dafür, dass ich mal eine kleine Inventur gemacht und dir ein Mehlbackepäckchen geschickt habe. Ich hoffe, dass du nicht nach dem Auspacken eine Fahrt zum Wertstoffhof machen musst. Ich freue mich schon auf die nächsten Video. René H. aus G. Also, die Fahrt zum Wertstoffhof ist sowieso fällig. Mach dir keine Sorgen, überlass das alles dem Papa, der... Schau mal. Also, wir fangen mal hier an mit einem handelsüblichen Netzwerkkabel. Relativ steife Angelegenheit, Cat5e. Für mein Gigabit-Netzwerk hier im Haus also gut geeignet. Vergoldete Kontakte. Das gibt bei Audioanwendungen definitiv besseren Sound als ohne. Insofern, ja, ich sage ja zu Netzwerkkabeln. Dann, das ist lustig. tada! Normalerweise hätte ich jetzt geraten, um was es sich handelt. Ich vermute, ich hätte ein bisschen mitdenken müssen. Es steht an der Seite drauf Energiemessgerät und auf der anderen Seite sage ich nur, dieses Stromverbrauchsmessgerät ist offensichtlich ein Batteriefresser. Ist irgendwie putzig, ne? Verwendet man, um seinen Stromdurchlauf zu optimieren, und es frisst Batterien. 3x 1,5 Volt LR44, na super. Irgendwelche Knopfzellen haben. Muss ich mal gucken, ob ich solche Knopfzellen habe. Hat es welche drin? Scheinbar nicht. Na, müsste ich jetzt aufschauen. Ich schaue es jetzt nicht auf, aber ist eventuell eine ganz gute Sache, wenn ich hier mal irgendwelche Sachen mache, wo ich überprüfen will, wie viel Strom wo durchgeht beim Reparieren. Ich habe da so einen Monitor, den ich vielleicht mal bei Gelegenheit aufschrauben will, und da ist es ja ganz geil, um zu sehen, ob man irgendwie einen Kurzschluss oder sowas hat. Gut, Strommessgerät. Dann hier, die habe ich in letzter Zeit viel verwendet. LED-Strip. LED-Strip. Und zwar Lumitronics, made in Germany. Da es zweipolige sind, würde ich sagen weiß. Offensichtlich schon mal irgendwo aufgeklebt gewesen. Ist etwas klebrig, aber nun gut. Das macht ja nichts. Oh, cool. Bei der Norma gibt es gerade Wiltener feinen alten Weinbrand deutlich billiger. 20% billiger. Hey, 5,99 statt 7,49. Da kann man sich den Schädel reinsaufen, ja, und sparen dabei. Ja, da bleibt noch genug Kohle für ein paar Spreewaldgurken übrig.
The Next. Oh, das ist schnuffelig. Sowas habe ich neulich in einem Video von, na, wie heißt der gleich wieder hier, Great Scott. Ziemlich cooler Typ. Gesehen, der hat damit seine LEDs versorgt. Es handelt sich selbstverständlich um ein Netzteil. Ja. Und was ich hier sehe, ist, da geht der Strom vom Netz rein. LNAC ist eigentlich immer sehr eindeutig Netz. Wir haben eine Masse, da kommt der Schutzleiter, am Ende kommt V minus, V plus und man hat ein Adjust Poti. Und der Output sind 12 Volt bei 1,3 Ampere. Will so viel heißen wie, man kann jetzt nicht unglaublich viel damit befeuern, aber so ein kleiner LED-Strip geht doch. Und wenn es berührungsgeschützt gewesen wäre, hätte ich mich sogar trauen können, damit den bei mir unterm Bett zu befeuern. Aber sowas sollte man besser in irgendeine Art von Gehäuse ranpacken. Ja, ist aber cool. Erster Gedanke, Kaltgerätekabel, aber dann sehe ich, hier ist so ein Mickey-Maus-Kabel. Im Gegensatz zu Kaltgerätekabeln, von denen ich 4000 habe, 4378, um genau zu sein, habe ich von diesen Mickey-Maus-Kabeln gar keins mehr. Insofern sehr gut. Und dieses Mickey-Maus-Kabel gehört offensichtlich zu diesem Netzteil hier. Was haben wir denn hier? 19 Volt, 4,7 Ampere. Ich würde an der Stelle wetten, dass es sich um ein Notebook-Netzteil handelt. Es ist made in China, hat aber ein CE-Zeichen drauf. Gehen wir doch einfach mal davon aus, dass es einigermaßen sicher zu betreiben ist. Ja, ne? Netzteil. Ja, hier sind nur ein paar lustige kleine Dinge. Was haben wir denn hier? Das ist eine lötbare Buchse und das ist irgendwas Hochfrequenzmäßiges. Da steht drauf UHF. Ja, also ich habe keinen Satellitenanschluss, aber ich glaube, das ist sowas, was man so für Satellitendingens verwendet. So ein Endstecker oder wie die heißen. Kann mich auch täuschen. Ich, wie gesagt, Satellitenkram kenne ich mir nicht aus oder Hochfrequenz. Ah, haha, ah. Ja, die hat die jüngere Generation nicht gesehen. Ich vermute mal, dass René H. entweder gerne altes Zeug ausschlachtet, ja, oder selber schon eher mein Semester ist, weil wer benutzt denn heutzutage noch App-ROMs? Also die richtigen, die mit dem kleinen Glasfenster, wo man mit UV-Licht löschen kann. Ja, kennt man ja kaum noch. Cool, passen sehr gut zu meinem angedachten Kunstprojekt, von dem ich immer noch nicht weiß, wie es genau aussehen wird. Ich weiß nur, dass ich eine ganze Menge Silizium dabei in irgendeiner Art und Weise verbraten werde. Ach ja, in dieselbe Kerbe. Speicherriegel. Speicherriegel. 128 MB PC 133. Och, das ist ja süß. Mein Gott, ist das niedlich. Sind aber tatsächlich schon hier SD-Dumps. Also ist jetzt nicht aus der Zeit, wo man noch Edo-Diegel verbaut hat. Aber 128 MB SD-Dumps, ich... Boah. Krass. Mein Drucker hat 16 mal so viel eingebaut. Und ebenfalls sehr schön zu Deko-Zwecken ein Prozessor. Ich mag immer gerne Prozessoren. Was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Celeron. Und zwar, boah, Intel-Typenbezeichnung, falls jemand was damit anfangen kann, FV52RX500. Obendrauf ist nur ein QR-Code. Und wir haben auf einem Prozessor einen Aufkleber, Warranty Void if Removed. Was könnte bei einem Prozessor unter einem Aufkleber sein, bei dem die Garantie futsch ist, wenn man es removed? Einmal bei den alten AMD-Gurken, ne? Da hätte ich jetzt an der Stelle diese Dinge erwartet, wo man dann mit so ein bisschen Silber-Leitlack oder einem Bleistift sogar beigegangen ist, um sie zu übertakten. Aber hier, der Kollege, na doch, das fühlt sich drunter so an. Der Aufkleber ist aber so krass, ich krieg den gar nicht ab. Wisst ihr was? Schaut im Datenblatt von dem Ding, was dahinter sein könnte. Mir doch wurscht. Guck, jetzt kurz blöd. Dann, ein Rittal-Schaltschrank-Temperaturregler. Ist lustig, in meinem Serverstank habe ich schon so ein Ding, aber natürlich kein echtes Rittal. Hier, guck mal. Geil aus, ne? Mit Regler und ganz vielen Anschlüssen und... und niesen, ach ja, ein bisschen staubig, ne? Ja, geil, da kann man eine Schneeflocke anschließen und irgendwas anderes. Hey, ich bin allergisch auf Detailgeräte. Ähm,
ja, macht auf jeden Fall einen sehr sinnvollen Eindruck. Damit kann man halt das Temperatur regeln. Ich tippe darauf, dass es nicht nur für Schaltschränke gut geht, sondern sowas wäre zum Beispiel auch für unsere Speisekammer brauchbar. Mal gucken, ist sogar eine Anleitung dabei und es ist original verpackt. Ja, das ist definitiv geil. Zap. Ein USB-Ladekabel, proprietäres Zeug für irgendwas, was... Also ich vermute mal, das hängt an einem alten Handy ursprünglich dran. Obwohl, da ist ein Computersymbol drauf aufgedruckt. Keine Ahnung, aber weswegen es charmant ist, es ist ein ziemlich langes USB-Kabel und das kann man verwenden als Stromanschlusskabel für irgendwelche Sachen. Da wird einfach der Stecker abgeknöpft, ja, Teile raus und dann kann man damit irgendwie Strom zu den Schaltungen bringen. Oh. Aufrubbelziffern. Ja. Weil ich ja so eine gewisse Neigung dazu habe, die Sachen mit Edding auf die Platinen zu schreiben. Ja, jetzt kann ich sie mal aufrubbeln. Ja, das ist lieb. Ne? Sogar vollständig der Bogen. Geil. Das ist eine Platine. Ich würde sagen, selbst gemacht. Das ist ein Aufkleber auf der Tüte, der wahrscheinlich sagt, was es ist. Ich habe gerade eben glücklicherweise das Ding richtig rum, sprich ohne diesen Aufkleber zu sehen, aufgemacht. Und kann erstmal so ein bisschen raten. Also... Wenn ich sowas sehe, ja, ein langes einzelnes Kabel, gelb, eine 9-Volt-Versorgung, ein Trimkondensator, eine selbstgewickelte Spule, etwas, was aussieht wie ein richtig alter Transistor, guckt euch das mal an, ein richtig altes Ding, ja. Wow. Das hier könnte ein Poti sein. Lustigerweise unten drauf dann noch SMD-Teile. Ja? Also das sieht eher so aus nach alter Anleitung mit modernen Teilen nachgebaut. Selbstgeätzte Platine, ziemlich dick verzinnt. René, du könntest eventuell mal unter das Ding hier einen Kommentar drunter schreiben. Also ich vermute, dass es entweder ein kleiner Sender oder ein kleiner Empfänger ist. Aber mich würde interessieren, wie du die Verzinnung gemacht hast. Ist das mit dem Lötkolben einfach dick Lötzinn drauf gedengelt? Oder ist das diese Methode, wo man hier diese Fittingpaste verwendet. Das ist auf jeden Fall schön dick geworden. Das ist für die Leitfähigkeit sicher nicht verkehrt. Und alle Achtung, diese kleinen Bauteile hier, wenn mich nicht alles täuscht, müssten das 0603 sein und davon eine ganze Menge. Sauber. Schauen wir mal, was draufsteht. Wanze sendet im Frequenzbereich Radioband 88 bis 108. Boah. Ja, krass. Ich weiß noch nicht genau wofür, aber ja, das ist lustig. Hervorragend. Liebe Kollegen von der Benetzer, ich werde natürlich das nicht zum Einsatz bringen. Ich habe ja gar keine Lizenz, um im Radioband von 88 bis 108 irgendwas zu senden. Das heißt, ich werde selbstverständlich diese Wanze hier nur als Deko-Gegenstand hier irgendwo bei mir ablegen und niemals benutzen, ja. Der René, der hat die auch gar nicht getestet. Der hat die nur zusammengebaut nach einer Anleitung, ja, und hat sie dann in ein Tütchen gemacht, einen Aufkleber drauf und hat sie mir geschickt. Das ist ein sehr netter René. Jetzt müssen wir uns noch einen Funkamateur suchen, der es in Betrieb nehmen darf. Ne? Würden wir nicht machen. Tesa-Klebeband. Es ist rot und sehr dick. Schauen wir mal, was das ist. Ja, das ist ein. Ah, das ist dieses geile, doppelseitige, temperaturbeständige. Ah, sehr geil. Das ist cooles Klebeband. Super geil. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es das temperaturbeständige ist, aber es ist so ein ganz dünnes, doppelseitiges. Damit kann man zum Beispiel auch sehr geil Kabel auf Platinen so irgendwie langlegen, sehr sauber. Top geil, kann ich definitiv gut gebrauchen. Schauen wir mal. Gerd Trunschka ist übrigens Eishockeystar und Ernährungsexperte. Das ist eine Sache, das steht ja auch drunter, was kaum jemand weiß, ja, ist, dass der sich schon als junger Spieler mit irgendwas auseinandergesetzt hat, was ich echt nicht wissen will, deswegen entsorge ich das. Dann schauen wir nochmal. Butter bei die Fische. Ja. Wertstoffhofquote bestimmen bei diesem Paket. Also ich sage mal, hundertprozentige Sicherheit für Wertstoffhof gibt es nirgends. Cool. Möglichkeit für Wertstoffhof.
bei den gebrauchten LEDs, weil etwas klebrig und was natürlich der gute René nicht wissen konnte, ich habe mir neulich von den Chinesen 25 Meter LED-Strips schicken lassen in Weiß. Ich habe echt genug davon und die hier sind halt, wie gesagt, etwas klebrig. Aber muss ich mal schauen, das ist möglich, aber nicht sicher. Dieser Stecker hier könnte sein, dass er irgendwann mal durch die Lücken rutscht. Und der ganze Rest ist entweder fürs Kunstprojekt, für die Stromversorgungskiste, wobei ich sagen muss, dieser Kleine hier, der macht mich schon irgendwie ganz nervös, weil der ist gut geeignet, wenn ich irgendwie was so verstecken will. Also man könnte schon fast in der Wand mit dem Bohrhammer genug Loch reinhämmern, um den irgendwie in der Wand zu versinken. Das macht mich schon irgendwie an. Kabel kann man immer gebrauchen. Hier der Schaltschrank ist. Ja. Hervorragendes Klebeband. Netzwerkkabel brauchst du immer. Ne, ist top. Ist eigentlich keine Scheiße dabei. Sehr gut. Danke, René. Finde ich klasse. Beim nächsten Mal wünsche ich mir bitte Goldbarren und einen Pony. Oder Einhorn. Einhorn ist auch gut. Einhorn ist auch super. Kätzchen. Aber die soll man ja nicht mit der Post verschicken. Also Goldbarren reichen, okay? Ich räume das jetzt weg und bis das alles weggeräumt ist und dann, oh, heute Abend Party, da freue ich mich auch drauf. Und dann dauert es ein bisschen, bis das nächste Video kommt, weil wie gesagt, ich habe gerade kein Projekt. Ich habe zwar eine Idee, aber dafür muss ich noch ein bisschen lesen, wie es funktioniert. Ich mache mal wieder einen Erklärbär, wenn alles gut läuft. Ja, außer ihr schickt noch mehr Pakete, dann packe ich Pakete aus. Ne? Mal irgendwann mal eine Doku vom Wertstoffhof. Egal, bis dahin, meine Kinder. Tschüssing. Okay.